Nur selten gibt Foucault explizit Auskunft über die theoretischen und philosophischen Grundlagen, von denen ausgehend er seine Schriften verfasst hat. Und wenn, dann negativ, das heißt in Abgrenzung zu bestimmten Theorien und Philosophien. Was eine Abgrenzung von Theorien betrifft, behauptet er schlichtweg, keine Theorie zu haben, auf die er sich positiv beziehen könnte. In meiner Diplomarbeit ging es mir zunächst darum zu widerlegen, dass Foucault seinen Darlegungen keine Theorie zugrunde legt, indem ich zeigte, dass zumindest seinen Machtanalysen, um die es ihm vor allem in seinem Werk Überwachen und Strafen, dann aber auch in dem damals gerade erschienenen ersten Band seines Projekts über Sexualität und Wahrheit, mit dem Titel des ersten Bandes Der Wille zum Wissen, ging, alle Elemente enthalten sind, die die Anforderungen, die an ein Gedankengebäude zu stellen sind, um als Theorie gelten zu können, in hervorragender Weise erfüllen. Dazu sammelte ich alle mir damals, ein Zweitgutachter hat mir vorgeworfen, nur die auf Deutsch erschienenen, aber es hat gereicht, zugänglichen Ausführungen Foucaults zum Machtbegriff und ordnete sie so an, dass sich daraus zwanglos ein widerspruchsloser, in sich höchst konsistenter Gedankengang ergab, dem man den Status, eine Theorie zu sein, unmöglich absprechen kann. Die Beurteilung, ob mein Verfahren hinreicht, Foucault zu widerlegen, muss dem Leser dieser Arbeit überlassen bleiben. An dieser Stelle sei der Frage nachgegangen, mit welchen Gründen Foucault von seinen Machtanalysen behaupten kann, ihnen läge gar keine Theorie zugrunde. Denn aus dem hohlen Bauch heraus sagt er sowas ja nicht, oder als glatte Lüge. Die Berechtigung dazu ergibt sich zunächst einfach daraus, dass Foucault sich im Grunde allein vom gängigen Theoriebegriff in den Natur- und Sozialwissenschaften abgrenzt, nämlich von dessen rationalistischer, strukturalistischer oder humanistischer Tradition. Damit traf Foucault zweifellos einen Nerv der linken Intellektuellen der 1970er Jahre, die zwar ahnten, dass die Theorieproduktion an den Universitäten irgendetwas mit der gesellschaftlichen Reproduktion als einer negativen, das heißt kapitalistischen, zu tun hat, aber nicht in der Lage waren, die ihnen angebotenen marxistischen Theorien als wirkliche Kritik am Kapital, sondern als das begreifen mussten, was sie auch waren. Theorien, wie alle anderen auch, und keine Kritik. Dass diese Intellektuellen in ihrem Unvermögen sachlich Recht hatten, spielt hier keine Rolle. Festzustellen bleibt der höchst verwunderliche Umstand, dass sie, also diese Intellektuellen, quasi über Nacht alles marxistische, ideologiekritische und kritisch-systematische Denken über Bord warfen und bis heute einem Theoretiker und Autoren eine Autorität zusprechen, die alle Marx oder Lenin gegenüber immer schon aufgebrachte Heiligenverehrung weit übertrifft, und der von sich nicht nur wahrheitswidrig behauptet, er hätte keine Theorie, sondern auch, ebenso wahrheitswidrig, er wäre gar nicht der wirkliche Autor seiner Texte. Allerdings von einer kosmologischen Großtheorie wie der vom Urknall, der gemäß der Menschen all seinem Verhalten nichts anderes sei, als ein von den durch diesen Knall erzeugten biologischen und klimatischen Notwendigkeiten bestimmtes, bald vorübergehendes Naturphänomen, lässt es sich leicht distanzieren. Aber selbst das geschieht bei Foucault und seinen Nachfolgern noch nicht einmal ausdrücklich. Denn auch bei dieser Kosmologie handelt es sich für sie zunächst nur um einen Diskurs, und Diskurse könnten generell nicht in wahre und falsche eingeteilt, sondern allein daraufhin untersucht werden, welche Machtwirkungen in ihnen zum Ausdruck kommen. Diese Kosmologie kann also bei Ihnen nur dahingehend eine Zurückweisung erfahren, als in ihr die Physik behauptet, im Besitz einer Wahrheit zu sein, die von gesellschaftlichen Machtbeziehungen unbeeinflusst sei. Dass diese Behauptung der Physiker falsch ist, ergibt sich aber schon aus der einfachen Überlegung, dass deren Prämissen, nämlich dass die Zeit einen Anfang habe, sowie dass alle Ereignisse dem Kausalitätsprinzip unterlägen und viele weitere, sich nicht als wahr erweisen lassen, sondern nur als autoritär, vermittels Macht also, in Geltung gesetzt. Aber nicht jede Theorie geht von solchen mit Setzungsmacht verbundenen Prämissen aus.
Die allgemeine Systemtheorie, etwa eines Niklas Luhmann, so sehr sie auch an der Biologie sich orientieren mag, motiviert sich gerade dadurch, ohne derartig vorausgesetzte Prämissen, insbesondere dem Kausalitätsprinzip, auskommen zu können. Der Poststrukturalismus in der Nachfolge von Foucault weist deswegen auch unübersehbare Schnittmengen mit dieser allgemeinen Systemtheorie auf. Aber auch die der Systemtheorie gegenüberstehende Handlungstheorie, etwa von Max Weber, folgt keineswegs bruchlos dem naturwissenschaftlichen Paradigma, so wie man das so nennt. Eine Theorie legt jedenfalls dann vor, wenn, ob mit oder ohne Prämissen, empirisch ermittelte Daten, diese Ermittlung bezeichnet Foucault gerne als seine Archäologie, unter Beachtung des von der formalen Logik vorgegebenen Postulats der Widerspruchsfreiheit, mithilfe der Bildung einer Reihe von Hypothesen, deren Foucault eine Vielzahl kennt, einer Ordnung subsumiert werden, die die chaotische Vielfalt der einzelnen empirischen Ereignisse dem Denken überschaubar und gedanklich nachvollziehbar werden lässt. Ob sich in dieser Ordnung auch Gesetze ermitteln lassen, die den Naturgesetzen analog sind, ist eine offene Frage. Davon hängt der Status der ermittelten Ordnung als Theorie jedenfalls nicht ab. Also dass Foucault auf solche Gesetze scharf wäre, kann man ihm nicht unterstellen. Die Analyse der Machtanalysen Foucaults ergibt also entgegen dessen Intention eine Theorie der Macht. Stellt man diese anderen Machttheorien gegenüber, von denen es nicht nur in der Sozialwissenschaft viele gibt, ergibt sich aber eine Besonderheit bei Foucault, die es so in der Wissenschaft bisher tatsächlich noch nicht gegeben hat. Nur aufgrund dieser Neuheit lässt sich die von Foucault ausgehende weltweite Faszination für seine Gedanken wirklich erklären. Denn hätte er nur eine Machttheorie unter anderen vorgelegt, hätten diese sich wohl kaum so rasch bereit gefunden, in ihren Köpfen Marx durch Foucault zu ersetzen. Das ist ein Ausdruck von meinem damaligen Lehrer Johannes Agnoli. Um dieser Neuheit auf die Spur zu kommen, habe ich in meiner Arbeit Foucault nicht nur mit seiner eigenen Theorie konfrontiert, sondern auch der Philosophie Hegels. Denn so wenig Foucault seinen Machtbegriff in einer Theorie verankert sieht, so wenig in einer Philosophie. Und hier sticht eine vehemente Ablehnung der hegelischen Dialektik besonders hervor. Er lehnt dabei insbesondere die für Hegel zentralen Begriffe Totalität und Identität ab und behauptet, dass ein Machtbegriff sich deren Zugriff verweigern würde. Des Weiteren wendet er sich, und das auch oft explizit in den beiden hier genannten Werken, um die es hauptsächlich geht, er hat es sich ja auch von seinen früheren Schriften mit diesen beiden abgegrenzt, zum alten Strukturalismus, den er überwunden hätte. Also er wendet sich explizit gegen den hegelschen Begriff der Negation, der es der Dialektik, der hegelschen Dialektik, erst erlaubt, von sich selbst als einem Prozess zu sprechen. Dies besonders deutlich bei Foucault in seiner Antirepressionshypothese, der gemäß seitens der Macht, also hier muss man natürlich sagen, dass Foucault aus Gründen der inneren Konsistenz seiner Theorie hier meist im Plural, also von Mächten, spricht. Nicht immer von der Macht, das unterscheidet er sehr genau. Warum und in welcher Weise, auch das ergibt sich aus meiner damaligen Arbeit. Jedenfalls geht es hier um den, hier bei dieser Frage Macht, Mächte, um den in der Philosophiegeschichte berüchtigten Universalienstreit, in dem sich Foucault eindeutig auf die Seite der Nominalisten schlägt. Also bei seiner Antirepressionshypothese ginge es, behauptet er, der Macht darum, das Produktive nicht zu negieren. Es wird von den Mächten nicht unterdrückt, sondern von ihnen wird immer Positives erzeugt. Wobei dieses Positive natürlich nicht als Wertung zu verstehen ist, auch dann nicht, wenn Foucault seine Analysen einmal einen glücklichen Positivismus genannt hat. Es ist einfach nur eine positive Produktion. Und da ist ein bisschen politische Ökonomie mit drin. Nichts fiel mir Ende 1980 leichter, als in dieser Gegenüberstellung nachzuweisen, dass Foucault gegenüber diesen zentralen hegelschen Begriffen genauso, vorsichtig ausgedrückt, unaufrichtig vorgeht,
wie bei seiner Behauptung, keiner Theorie zu folgen. Er entkommt Hegel also keineswegs, im Gegenteil. Hegels zentrale Begriffe lassen sich ohne weiteres auf seinen Machtbegriff übertragen. An dieser Stelle ist zu zeigen, dass es Foucault nicht nur nicht gelingt, sich negativ von Hegel konsequent abzugrenzen, sondern dass er in diesem Scheitern zudem, entgegen seinem Selbstverständnis, einer anderen Philosophie positiv und ungebrochen folgt, der Existenzialontologie Heideggers, ob willentlich oder nicht, spielt hier keine Rolle. Damals, 1980, das habe ich glaube ich schon am Anfang gesagt, fehlte mir diese umfassende Kenntnis der Heidegger, und Adornos Kritik an Heidegger war damals zwar alles bekannt, aber es spielte eher am Rande eine Rolle. Wichtiger für uns damals war die Wertformanalyse oder die Lukacsche, das Lukacsche Geschichte und Klassenbewusstsein. Es ist dieser, wie immer intuitiv oder bewusst erfolgte Rückgriff auf Heidegger, der das für das linke Bewusstsein damals tatsächlich neue markiert und der es Foucault erst erlaubt, davon zu sprechen, er habe sich von Hegel gelöst und warum ihm, anders als gegenüber den rationalistischen Theorien der Wissenschaftler, die als zeitlich bestimmte Diskurse der Macht zumindest noch für wert erachtet, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt, für ihn die hegelsche Dialektik nicht auch ein Diskurs unter vielen anderen ist, einander gleichberechtigten, sondern als eine Systematik des Gedenkens gilt, von der man sich vollständig zu befreien habe. Zu verstehen ist diese Feindbestimmung, Hegel als Feindbestimmung, nur, wenn man sich dem Grundgedanken der Philosophie Heideggers widmet. Erst dann kann deutlich werden, warum jemand wie Foucault tatsächlich Anti-Hegelianer und Hegelianer zugleich sein kann. Denn wer mit Heidegger Hegel überwunden hat, braucht in jenem zugleich keinen Widerspruch mehr zu sehen. Um dies zeigen zu können, müssen wir allerdings tief in die Geschichte der Philosophie einsteigen. In seinem Machtbegriff reformuliert Foucault beständig ein Rätsel, das seiner Auflösung harrt, seit Menschen philosophisch reflektieren oder, in den Worten des Aristoteles, seit sie sich bemühen, das Denken zu denken. Bevor nämlich über so hochbedeutsam aufgeladene Begriffe wie Sinn, Wahrheit oder Vernunft oder gar die Existenz eines Gottes überhaupt ein Wort verloren werden kann, ist, philosophisch gesehen, zuvorderst zu klären, auf welche Weise wir überhaupt Begriffe bilden und in welche Beziehung wir sie untereinander setzen, das heißt, in welche Logik wir sie einfassen. Es gibt nicht nur die eine formale Logik, wie man bis heute behauptet wird. Es gibt mehrere. Der Denkvorgang, den wir heute etwa als Abstraktion bezeichnen, ist zum Beispiel längst nicht derselbe wie der, den die Menschen vergangener Zeiten ihrem Denken und Handeln zugrunde gelegt haben. Für uns ist es eine schiere Selbstverständlichkeit, dass wir, wenn wir vor einem Tisch im Allgemeinen reden, damit demjenigen lediglich einen Namen gegeben haben, das allen besonderen Tischen gemeinsam ist. Auf diese Lösung des schon angesprochenen Universalienstreits hat man sich in der Neuzeit unter den Wissenschaftlern eigentlich allgemein geeinigt. Es gibt immer andere Ausnahmen und so weiter. Dieses Verständnis der Natur von allgemeinen Begriffen war früher ein ganz anderes. Und das ist hier auch um aktuelle Sachen, worum es dabei bei diesen begriffslogischen Fragen geht, kann ich mal so ein Beispiel erläutern. Und wenn jemand zum Beispiel behauptet, alle Deutschen seien Nazis, wird sofort ein Aufschrei erfolgen, der zweifelsfrei belegt, dass es Deutsche gibt, die man auf gar keinen Fall, egal wie man den Begriff Nazi definiert, als solche gelten können. Der Vorwurf also lautet, wer das behauptet, verallgemeinert falsch, lässt es an Differenzierungsvermögen vermissen. Steigt man nun aber in diese Differenzierung ein, in diesen Differenzierungsprozess, ermittelt also, wer von den Deutschen und wie viele unter ihnen Nazis waren, hängt alles davon ab, wie man den Begriff Nazi definiert.
Lässt man sich aber auf solche Definitionsfragen auch nur ein, denn Definitionen haftet immer ein Moment von Beliebigkeit an, dann kommt man sehr schnell zu den Denkfiguren, die für den deutschen Postnarzissmus charakteristisch sind. Dann bleibt Hitler irgendwann als der einzige Nazi übrig, oder gar selbst der wird vom Nazi-Sein freigesprochen, etwa der Denkfigur, wenn das der Führer gewusst hätte. Die alles entscheidende Frage also ist, wie bringt man Deutschsein und Nazi-Sein so auf den Begriff, dass dieser logische Unfug, dass der rationalistischen Denkweise und all die von ihm definierten Begriffe so problematisch war, vermieden wird? Oder wie ist Nazi-Sein und Deutschsein in sich vermittelt, sodass sich eine Synthese ergibt, die auf einem wahrheitsfähigen Urteil beruhen. Das auch nochmal so als Einleitung in das jetzt Folgende. Um das, worin es bei diesen Voraussetzungen des Denkens geht, einmal folgendermaßen auszudrücken: Jeder Einzelne unter uns ist, sobald er reflektiert, also denkt, ein Philosoph. Denn er hat sich, wann und wo, ob bewusst oder nicht, spielt keine Rolle, für eine bestimmte Denkform und damit gegen andere mögliche Formen entschieden, also für eine bestimmte Form, der er folgt, sobald er seine Gedanken in Sprache übersetzt. So intuitiv das auch geschehen mag, noch bevor er oder ich oder sonst jemand denkt, hat er die Gegenstände, die ihm ins oder vor das Bewusstsein kommen, sortiert, systematisiert, gruppiert. Das heißt, einer Logik unterworfen, aufgrund der Einzelnes untereinander in eine Beziehung gesetzt wird, aus der sich eine Grundhaltung ergibt, gemäß der sich entscheiden lässt, wann er was als wie wichtig für sich erachtet, warum ihm was als wie bedrohlich oder erfreulich, nachteilig oder vorteilhaft erscheint. Als ein solches und das wohl wirkmächtigste Werk, das ein mögliches Grundmuster des Denkens ermittelt hat und als notwendigen Weg vorgegeben hat, zur Wahrheit und vernunftgemäßem Handeln zu gelangen, kann das Neue Testament gelten. Worin dessen Grundgedanke besteht, ist angesichts der Unzahl an aneinander widersprechenden Kommentaren und Interpretationen, die es erfahren hat, sehr schwer zu ermitteln und soll ja auch gar nicht erst versucht werden, aber fest steht, dass man recht genau angeben kann, ob jemand in seinem Denken den biblischen Grundgedanken, in welcher konkreten Ausprägung auch immer, für sich aufgenommen hat oder gegen zumindest einen der für ihn zentralen Elemente von Grund auf verstößt. Etwa wenn er Jesus den Status abspricht, Mensch gewordener Gott zu lesen oder zu sein. Und selbstredend macht sich diese biblische Grundstruktur in allem Denken und Handeln eines Christen zumindest negativ geltend. Er kann unmöglich Gedanken, die derart zentrale Elemente leugnen, für sich übernehmen. Für den Koran gilt natürlich dasselbe, wenn auch das Grundmuster dort ein ganz anderes ist. Um nun die Theologie und unser Alltagsdenken zu verlassen und zu den Philosophen zu kommen, so lassen sich bei ihnen zwar nur einige wenige, aber nichtsdestotrotz unterschiedliche Grundmuster ermitteln, in denen Philosophen bisher darlegten, wie Begriffe und ihr Bezug aufeinander sich bilden und der Vernunft folgend bilden sollten. Deren Charakteristikum ist es, selbst nicht nach wahr oder falsch beurteilt werden zu können, sondern dem, was als Wahrheit gilt oder nur gelten kann, vorausgesetzt werden müssen. Hier wäre als erster Platon hervorzuheben, dessen Grundgedanke von dem Biblischen so entfernt nicht ist. Die Logik, die von ihm allem Denken extrahiert wird, besteht in der Auffassung, dass die Begriffe, in die wir unsere Wahrnehmungen einfassen, dann korrekt sind, also der Vernunft gemäß, wenn sie sich als Ideen ausweisen können, die an der göttlichen Einheit aller Differenzen partizipieren. Ich will keine Philosophiegeschichte treiben und auch nicht den Platonismus darstellen, denn das von Platon hier Gemeinte ergibt sich aus der Gegenüberstellung mit anderen Grundmustern wie von selbst, sondern direkt zu Aristoteles übergehen, der eine andere Logik entfaltet,
in die Wahrnehmung und Begriff sich einordnen lassen müssen, will man von einem vernunftgemäßen Denken sprechen. Er, also Aristoteles, geht gewissermaßen zweigleisig vor und kommt damit unserem heutigen Wissenschaftsverständnis bis zu einem gewissen Grade recht nahe. Aber nur nahe, und das wird oft übersehen, denn Aristoteles kannte noch keinerlei Naturgesetze. Zum einen systematisiert er die Wahrnehmungen entlang von Begriffen, die ein dem Wahrgenommenen Gemeinsames bezeichnen. Die Zoologie besteht sich auf Tiere, die Pharmazie auf pflanzliche Wirkstoffe, die Ökonomie auf eine rationale Haushaltsführung und so weiter. Zum anderen müssen diese Begriffe aber auch, um nicht in Beliebigkeit abzugleiten, einer Logik folgen, die Aristoteles nochmals in zweifacher Weise abhandelt. Einmal die Metaphysik, also bezogen auf die Begriffe, die die sinnliche Wahrnehmung ordnen, und zum anderen streng philosophisch als Kategorienlehre, an die sich das Denken halten muss, will es Wahrheit erkennen. Der Unterschied zu Platon resultiert dann in einer vollkommen anderen Bestimmung der Existenz Gottes. Ist bei Platon im Göttlichen die gesamte Welt in all ihrer Mannigfaltigkeit in idealer Weise vorgeformt, so gerinnt Gott bei Aristoteles zu einer einzigen Bestimmung, zum unbewegten Beweger, der in sich nur die erste und letzte Einheit all der von der menschlichen Vernunft vorgenommenen Differenzierung repräsentiert. Platon und Aristoteles sind bis zur Entstehung der Neuzeit die Philosophen gewesen, in deren Grundgedanken jeder nach ihnen lebende Philosoph sich abzuarbeiten hatte. Das heißt, es gibt in dieser Zeit im westlichen Abendland keinen Philosophen, dem es gelungen wäre, ein Grundgerüst des Denkens zu entwickeln, das dem Platonismus oder Aristotelismus gleichrangig an die Seite hätte gestellt werden können. Sondern, wie bei der Bibel, nur verschiedene Kommentare und Interpretationen, die die Elemente des einen oder des anderen oder einer Kombination beider aufnehmen und entfalten. Mit der einen Ausnahme, nämlich Augustinus, der, da Christ, natürlich zunächst dem biblischen Grundgedanken verpflichtet war, aber als Philosoph, der er auch war, den Platonismus um eine Denkfigur erweiterte, die er zwar christlich begründete, aber die in Wirklichkeit eine für die weitere philosophische Entwicklung entscheidende Neubestimmung der grundlegenden Form allen Denkens vornahm. Bei dieser Frage handelt es sich um den Trinitätsbegriff. Bei dieser Figur handelt es sich um den Trinitätsbegriff, auf dessen Bedeutung etwas näher einzugehen ist, wenn es gleich um Hegel geht. Hier ist zunächst festzuhalten, eine Entscheidung für oder gegen eine der vier hier vorgestellten Denkformen, der biblischen, augustinischen, platonischen und aristotelischen, kann sich auf Wahrheit oder gute Gründe nicht berufen. Denn diese Figuren geben ja dem die Prämissen erst vor für das, was als Wahrheit oder guter Grund dann überhaupt nur gelten kann. Wenn auch natürlich in vielfältiger Weise von vielen Philosophen vorbereitet, aber es war Kant, der eine Denkform entfaltet, die gegenüber den vorangegangenen Formen vollkommen neu ist. Kant kennt Naturgesetze und sieht sich dadurch gezwungen, deren Form Wahrheit zu erkennen, Wirklichkeit zu erfassen, in die Philosophie hineinzuholen. Der Unterschied liegt vor allem in der Vorgehensweise. Kant geht von der empirisch vorgegebenen Wirklichkeit aus und fragt nach der Bedingung der Möglichkeit, diese als objektiv, als für das vernünftige Denken verbindlich erkennen zu können. Und kommt zu dem Resultat, dass wir die Welt nur so wahrnehmen und reflektieren können, wie wir das tun, nicht weil wir sie auf einen Gott hin transzendieren, sondern in zweierlei Hinsicht überschreiten. Zum einen im Hinblick auf ein Transzendentalsubjekt, das uns allen gemeinsam ist und uns die Kategorien vorgibt, innerhalb derer wir die Welt erfassen, und bekannt Zeit, Raum, Kausalität und Modalität. Und mit diesen Kategorien formt er und arbeitet er praktisch die aristotelische Kategorienlehre um und erweitert sie. Und zum anderen, was die Gegenstände unserer Wahrnehmung betrifft, in Hinblick auf ein Ding an sich, das als solches zwar wie Gott unerkennbar bleibt, aber in seiner Existenz aller Gegenständlichkeit unterstellt werden muss.
Mit diesem Ding an sich und damit der Empirie und deren Anerkennung als objektiv verbindlich vorgegeben, hatte die Antike nicht die geringsten Probleme, weit weniger etwa als noch die heutigen Empiristen. Das wird oft übersehen. Es ist ein Irrtum, wenn wir heute glauben, wir erst hätten den empirischen Daten die Beachtung geschenkt, die es erst erlaube, bessere Techniken als die Antiken zu entwickeln. Vielmehr umgekehrt. Weil wir die Daten geistig anders ordnen, nämlich nach Gesetzen, sind wir der Antike technisch überlegen. Nicht, weil wir bessere Empiriker sind. Auf Kant folgt dann Hegel, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Kantsche Transzendentalität in diese beiden Richtungen, indem er sie in das Denken hineinholt, sodass sich die Trennungen, die für alle Philosophien vor ihm konstitutiv waren, also besonders die von Gott und Welt, als Einheit darstellen lassen, als Totalität, die Transzendentalien, wie die von Kant, Transzendentalsubjekt und Ding an sich, nicht mehr nötig hat. Hegel entwickelt eine logische Systematik, der unser Denken, was immer es denkt, unweigerlich folgt und kommt dabei ohne Kategorien im aristotelischen Sinne aus und ohne eine Logik, die dem Denken vorausgesetzt werden müsste. Bei Hegel sind Logik und Denken quasi eins, ohne ganz genau dasselbe zu sein. Die Kategorien etwa der Zeit oder der Notwendigkeit sind bei ihm Begriffe, die sich aus ihrer Gegenüberstellung mit ihren Negationen, hier also der Ewigkeit oder des Zufalls, konstituieren. Die exakte Naturwissenschaft mit ihren Theorien und Modellen sind ihm, wie auch die Kategorien a priori Kants, Sonderfälle des Denkens, die sich aus dem Ganzen seiner Begriffslogik, dem Prinzip der Negation, herausbilden. Um nun von hier, also von Hegel ausgehend, auf das Grundgerüst der Philosophie von Foucault eingehen zu können, also zu zeigen, warum er Hegelianer geblieben ist, obwohl er das auf keinen Fall sein wollte, ist es hilfreich, auf den Trinitätsbegriff von Augustinus einzugehen, dem der Protestant Hegel, wie dieser zugibt, nahezu alles verdankt. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Entkleidet man diese Trinität ihrer theologischen Bilder, so ist damit nichts anderes und nicht weniger gesagt, als dass reflexives Denken sich vollzieht, indem es ein Eines, den Vater, auf sein Anderes, den Sohn, in Relation setzt. Und diese Relation repräsentiert der Heilige Geist, den als Gott neben Vater und Sohn zu setzen, die katholische Kirche so ihre Schwierigkeiten hatte. Und diese Setzung als Gesamtes wiederum als Einheit begreift, aber nicht als neue Einheit, sondern als eine, die immer schon neben ihrer Entfaltung in das Eine und sein Anderes, Identität und Nicht-Identität in Hegels Ausdrucksweise, als ihr Ausgang und ihr Resultat zugleich existiert. Darauf, dass der Hegel das alles auch noch geschichtlich macht, das lasse ich weg. Die Gegenständlichkeit, die wir an den Dingen wahrnehmen, bei Augustinus Gott Sohn, existiert für uns laut Hegel nur als von unserem Denken getrenntes. Wir denken als Subjekte, uns als von den Objekten, auf die unser Denken sich bezieht, getrennt. Und wir denken uns getrennt und wir sind es natürlich auch, aber wir können so nur denken, weil wir von einer Einheit, einer Totalität, bei Augustinus die Einheit Gottes, her diese Trennung reflektieren. Eine Einheit, in der diese Trennung vermittelt ist, was heißt, sich aufgehoben hat. In ihr, in dieser Einheit der Totalität, fallen schließlich alle Trennungen in eins, also nicht nur die von Subjekt und Objekt, sondern erst recht die von Denken und Sein, Ursache und Wirkung, Logik und Empirie und viele andere mehr. Hegel behauptet nicht weniger, als dass etwa der wissenschaftliche Rationalismus, wie wir ihn kennen, die Wirklichkeit um die Logik verkürzt, die ihn als Denkform aber gerade erst konstituiert.
Was für den Rationalismus gilt, gilt für die aristotelische Kategorienlehre und platonische Ideenlehre genauso. Es handelt sich laut Hegel um Sonderformen des Denkens, die etwas ins Absolute, also allem Denken vorausgesetztes, erheben, das in Wahrheit nur als bestimmte Relation innerhalb der Trennung von Denken und Sein zu begreifen ist. Also ich glaube, jetzt bin ich mit der Geschichte durch, dass ich jetzt zeigen kann, was das für Foucault bedeutet. Als Foucault das alles nicht gewusst hat, kann man nicht, ihm nicht unterstellen, der hat das gewusst. An diesem letzten Punkt, dieser Einheit von Denken und Sein bei Hegel, setzt Foucaults Machtbegriff an. Bei Hegel ist diese Einheit aller Trennungen, die Totalität, letztlich als Selbstbewusstsein des Geistes begrifflich bestimmt. Dass Foucault stattdessen von Macht spricht, also ebenfalls von einer Totalität, die alles Getrennte in sich reproduziert, ist so offensichtlich, dass es an dieser Stelle nicht expliziert zu werden braucht. Zu fragen ist vielmehr wieder umgekehrt, nämlich was Foucault überhaupt erlaubt, davon zu sprechen, mit dieser Bestimmung von Totalität als Macht Hegel fundamental widersprochen zu haben. Er also einen Totalitätsanspruch für sich gar nicht erhebt. Die Antwort ist, dass er den Prozess, in dem die Macht sich in der Wirklichkeit zur Geltung bringt, anders darlegt, als wie Hegel den Prozess entfaltet, in dem das Selbstbewusstsein zu sich selbst kommt. Zuallererst geht es Foucault darum, den Begriff der Negation, der bei Hegel für die Dynamik in der Logik sorgt, durch den der Produktion zu ersetzen. Die Macht ist aus sich selbst heraus produktiv und produziert immer nur Positives. Siehe das oben zur Antirepressionshypothese ausgeführte. Aber die Mächte, die Produkte der Mächte haben auch etwas Negatives an sich, denn sie verhindern, dass die Macht nicht gleichmäßig durch alles hindurchfließt, sondern sich an bestimmten Orten konzentriert, etwa im Staat oder in der Ökonomie, aber auch in der Philosophie oder in der Wissenschaft. Der Wille zum Wissen, wie der Wille zur Wahrheit, schaffen ebenfalls solche Orte der Konzentration von Macht. Und erst recht das, was wir unter einem Individuum verstehen, ist ein solcher Knotenpunkt der Macht. Diese Produkte der Mächte gilt es zu bekämpfen oder, wie es dann von Derrida formuliert wird, zu dekonstruieren. Aber dies ist nicht als eine Aufforderung zum Widerstand, also ethisch zu verstehen, denn es gilt, wo Macht ist, dort gibt es Widerstand gegen sie sowieso. Es geht vielmehr allein darum, sich in den Fluss der Macht einzuklinken und daran zu arbeiten, dass die Macht durch alles ungehindert hindurchfließen kann. Es geht Foucault also nicht darum, den Begriff der Negation vollständig zu streichen, aber er bestimmt ihn offensichtlich anders als Hegel, sehr viel praktischer, könnte man fast sagen. Als nächstes, logisch der Umformulierung des Negationsbegriffs konsequent folgend, greift Foucault den hegelschen Begriff der Vermittlung an. Jeder erste Blick auf das Gesamtwerk Hegels zeigt, welchen Aufwand dieser betreiben musste, bis es ihm ansatzweise gelungen war, die Vielzahl der Trennungen, also Negationen, die wir vornehmen und die auf jeweils eigene Vermittlungen angewiesen sind, in das System des Geistes aufgehen lassen zu können. Diese Komplexität erspart Foucault sich damit, dass er schlichtweg feststellt, dass alle diese Vermittlungen ja in Diskursen fixiert werden. Die Diskursanalyse ist für ihn der Königsweg der Machtanalyse und dieser Weg kann auf die Vielzahl der hegelschen Vermittlungsschritte verzichten. Dies fällt ihm umso leichter, als es ihm ja um Machtanalysen geht, nicht um das Auffinden von Wahrheit. Denn die Einteilung der Diskurse in Wahre und Falsche ist natürlich auch nur eine Strategie der Macht. Diskurse sind als so etwas wie ein Medium zu verstehen, in dem sich alles mit allem verbindet, also vermittelt. Das Untersuchungsfeld ist so unendlich, die Auswahl beliebig.
Hauptsache, die Macht hat in ihnen Zeichen hinterlassen, die es erlauben, deren Verbindungswege nachzuzeichnen. Schließlich muss nun auch noch die empirische Welt, die Vergegenständlichung, das Objektive und darin auch das Subjekt, das sich dieser Objektivierung gegenüber sieht, getrennt gegenüber sieht, anders als bei Hegel gefasst werden, ohne aber vollständig zu verschwinden. Das erreicht Foucault dadurch, dass er die Gegenstände, auf die ein Diskurs sich bezieht, gleichgültig um welche es sich dabei handelt, als Ereignisse bezeichnet. Zwar ist das Subjekt ja sowieso nur ein Produkt der Macht, siehe das vorhin zum Individuum Gesagte, aber es geht so, also im Ereignis, auch unmittelbar im Gegenständlichen auf. Im Ereignis ist immer ein Subjekt mitbedacht, für das Ereignis ein solches überhaupt erst ist. Und zwar so, dass man dieses Subjekt nicht noch selbst berücksichtigen, ihm einen Namen nicht erst selbst noch geben müsste. Kein Wunder also, dass Foucault Freud zu einem primären Antagonisten erklärt, was sich darin zeigt, dass er sich gegen ihn, anders als gegenüber Hegel oder vor allem Sartre, auch ausführlich in seinen Werken positioniert. Denn über ein Ich kann Foucault nicht reden. Im Ereignis selbst nur ist irgendwas Subjektives noch vorhanden, aber einen Namen braucht man dem deswegen noch lange nicht zu geben. Ich lasse hier noch außer Acht, das habe ich in meiner Arbeit gemacht, dass Foucault sich bei der Darstellung der Wirkungsweise der Macht mit seinem Begriff vom Körper, auf den sich die Mächte immer beziehen müssen, die Freiheit erlaubt, auf das Ding an sich von Kant zurückzugreifen, was Hegel schon nicht mehr macht. Dafür ist er von seinen Nachfolgern auch kritisiert worden. Und das ist im Grunde auch die einzige Kritik, die seine Adepten bisher an ihm tatsächlich vorgebracht haben. Ich kenne nur einen Breithaupt, der über das Ich, der für die Erfindung des Ichs im Roman von Wilhelm Meister 1771 springt, aber der kritisiert Foucault, weil er zu viel vom Körper redet. Zu vermuten ist, dass Foucault hier die Konsistenz seiner Machtanalysen deshalb durchbrochen hat, weil er ahnte, dass er ansonsten seine Homosexualität an die Macht zu verraten droht, und das kann man ihm positiv anrechnen. Nimmt man Foucault nun als Hegelianer, dann ist ihm zweifellos eines gut gelungen. Die ungeheure Komplexität, in der Hegel gezwungen ist, sein System der Philosophie zu entfalten, ist auf eine Ebene heruntergebrochen, deren Verständnis keinem Intellektuellen besondere Schwierigkeiten bereiten dürfte. Die Faszination, die das Buch Überwachen und Strafen auf diese Intellektuellen ausübte, obwohl es sachlich so gut wie nichts bringt, was einem, der auch nur am Rande damals schon mit dem Marxismus beschäftigt war, der den Marxismus-Leninismus hinter sich gelassen hat und also Bekanntes nur neu strukturiert. Aber eben in dieser Hegel und damit auch Marx reduzierenden Weise, also die Faszination belegt, dass Foucault auf ein Publikum traf, das sich nach solch einer Vereinfachung der Welt auf wenige einfache Grundkategorien sehnte. Für die Konstitution eines derartigen Publikums kann man Foucault natürlich nicht verantwortlich machen. Alle philosophischen Systeme und Wissenschaftstheorien nach Hegel und Marx bemühten sich um eine Reduzierung der von diesen beiden errichteten Komplexität. Der Positivismus, der Behaviorismus, die analytische Philosophie, der von Foucault als überwunden behauptete alte Strukturalismus, etwa von Lévi-Strauss oder Althusser. Die Handlungs- und die Systemtheorie haben dieser Sehnsucht nach Einfachkeit und Anschaulichkeit lange vorgearbeitet. Und hier kommt nun ganz besonders der Existenzialontologe Heidegger ins Spiel. Auch Heidegger bricht die Komplexität Hegels auf wenige zentrale Momente herunter. Also genauer ausgeführt habe ich das in meinem Buch über die Freiheit und Souveränität zu Sartre. Sartre ist auch der absolute Hauptfeind von Foucault. Und von dieser Philosophie waren seinerseits, also in den 1920er Jahren, die Intellektuellen genauso fasziniert wie die Intellektuellen in den 1970er von Foucault.
In seiner Umformulierung der Basiskategorien Hegels gelingt es Heidegger zweifellos, der Wirklichkeit ein vollständig neues Grundgesetz unseres Denkens zu extrahieren, das sich neben das von Platon, Aristoteles, Augustinus, Christentum, Kant, Hegel stellen lässt, weil es tatsächlich anders ist. Dieses Gelingen zeigt an, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit, also die des Kapitals, sich derart weiterentwickelt hat, das sage ich jetzt einfach nur so mal am Rande, dass eine solche Philosophie auf einen fruchtbaren Boden treffen konnte. Das heißt, wieso wir alle so im Kapitalismus, im Kapitalverhältnis verfangen sind, dass wir zwischen Denken und Sein mittlerweile gar keinen Unterschied mehr machen und deswegen Heidegger praktisch oder Foucault praktisch in der Sache recht haben. Die Faszination, die von diesem begriffslogischen Grundgedanken, also Heideggers, ausgeht, ist, dass er zwar nicht ganz einfach zu verstehen ist und man sich auch die Abgrenzungen zu den anderen Begriffslogiken erst erarbeiten muss, also ohne Anstrengung kommt man nicht aus, aber dass es dann, wenn man ihn einmal begriffen hat, wunderbar einfach ist, es ist auf alles und jedes anzuwenden. Und Foucault zeigt, dass man Heideggers Existenzialontologie auch in eine Sprache übertragen kann, die nicht sofort als das Geraune zu identifizieren ist, das die originären Heidegger-Schüler ansonsten um sich verbreiten. Man kann es auch anders, man kann es auch so ausdrücken. Foucault gelingt es, indem er das Grundgerüst Heideggers in andere Ausdrücke fasst, Ausdrücke, die aber eher an Hegel und Marx als an Heidegger denken lassen, die Existenzialontologie, die in Deutschland mit vollem Recht höchst anrüchig war, wieder hoffähig zu machen. Und wie schon gesagt, es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob Foucault wirklich Heidegger eingehend studiert hat und so zu dieser Übertragung kommt. Nochmals in aller Deutlichkeit, es ist die gesellschaftliche Wirklichkeit, die dieses Denken ermöglicht, dass diese inneren Verbindungen zwischen den einzelnen Leuten erlaubt. Vereinfacht und etwas verkürzt, aber alles andere als sachlich falsch, lässt sich sagen, dass Foucault den Begriff des Seins in Macht umbenennt. Selbstverständlich ergeben sich aus dieser Ersetzung einige Probleme, die ein orthodoxer Heideggerianer bekritteln wird. Aber die Rätselhaftigkeit der Macht bei Foucault, dass sie sowohl ein bloßer Name sei, als auch alle Realität in sich vereine, entspricht genau der Rätselhaftigkeit, die auch Heidegger ganz bewusst dem Seinsbegriff zugesprochen hat. Lösen sich in diesem Rätsel doch, und das ist sehr ernst gemeint, all die Probleme, die die Philosophen von Platon bis Hegel umtrieb, in nichts auf. Sie verschwinden aus den Diskursen wie das Subjekt und damit das Problem, wie Subjekt und Objekt sich zueinander verhalten. Denken und Sein ist eins, deshalb ist ein Prozess aus sich selbst heraus. Was Foucault nun das Ereignis nennt, das hat Heidegger das Seiende genannt, in dem das Sein sich zeige. Und dieses Zeigen geschieht im Dasein, in das Heidegger die gesamte Begriffslogik Hegels packt. Genauso wie bei Foucault das im Diskurs macht. Und wie in ihm schnurrt auch in Heideggers Dasein alle Negationen und alle Vermittlungen auf eine einzige winzige Trennung zusammen. Die ontologische Differenz, die bei Foucault den Namen Widerstand gegen die Macht trägt und bei Derrida den Kunstnamen Différence. Die Analogien gehen aber noch weiter. Was Foucault als Techniken der Macht beschreibt, als Disziplinierung der Körper, als Konstruktion von Wahrheitswirkungen, heißt bei Heidegger Seinsvergessenheit und wird von diesem, dem Verdinglichenden, auf Rechenhaftigkeit und Instrumentalisierung ausgerichteten Verstand des Mann zugeschrieben und für nicht wenigen als Heideggers Technikkritik affirmiert.
Und auch Heideggers Sein zum Tode findet bei Foucault seinen Platz, indem er den Widerstand gegen die Macht, indem der Widerstand gegen die Macht die Orte schleift, an denen sie sich konzentriert, also das Individuum, die Fabriken, den Staat, die Gefängnisse, die Wohnsilos, die psychiatrischen Anstalten, kommen die Ereignisse zu sich selbst wie das Seiende im Sein. Daraus erklärt sich auch wunderbar, wie man so ein Pamphlet wie der kommende Aufstand schreiben konnte, ohne unbedingt Heidegger studiert haben zu müssen. Und schlussendlich übernimmt Foucault von Heidegger den Zeitbegriff unmittelbar, also ohne sich erst noch groß darum zu bemühen, ihm einen anderen Ausdruck zu verleihen. Wie bei Heidegger dem Sein ist bei Foucault die Zeit der Macht unmittelbar immanent. Sie differenziert das Sein, die Macht, aus, ermöglicht es dem Dasein, der Diskursanalyse, das Seiende, das Ereignis in seiner ontologischen Differenz, als Differenz von Mächten und Macht bei Foucault, zu fassen und so von der Seinsvergessenheit der Machtkonzentration abzugrenzen. Woraus folgt, Geschichte findet bei Foucault so wenig wie bei Heidegger wirklich statt. Der Kampf gegen die Seinsvergessenheit beruht bei beiden nur auf Geschichtsvergessenheit. Über Auschwitz haben sie beide kein Wort verloren. Das ist ein anderes Thema, anderer Diskurs, andere Zeit. Aber es muss jeder selbst entscheiden, ob das für ihn eine Frage ist. Denn so beliebig es ist, welche Diskurse ich einer Machtanalyse unterwerfe, wie ich sie interpretiere, solange nur der Bezug auf die Macht oder das Sein nicht verloren geht, so beliebig sind die Zeiträume, auf die ich diese Analysen beziehe. Es gibt ein wunderbares, kaum zu verkaufendes Buch von einem Winfried Meyer im Zeirer Verlag, der genau mal untersucht hat, wie die Heideggerianer nach dem Zweiten Weltkrieg über Auschwitz gesprochen haben, ohne Auschwitz je zu erwähnen. Also eine Rechtfertigung für Auschwitz, ohne den Namen überhaupt zu erwähnen. Und für Heidegger, wie Foucault bezeichnend ist, dass sie die Abirrungen des Denkens in die Seinsvergessenheit, in die Wahrheitswirkungen der Macht mit Platon beginnen lassen. Denn schließlich war er der Erste, der davon ausging, dass sich sinnliche Wahrnehmung erst noch als Partizipation an göttlichen Ideen ausweisen lassen müssen. Seele und Körper also nur als in der Trennung befindliche und erst noch als zu vermittelndes zu begreifen sind. Etwas, was für Foucault und Heidegger völlig absurd ist, so eine Frage überhaupt zu stellen. Und der heutige Kulturalismus wendet sich denn ja auch strikt gegen die Vorstellung, mit dem platonischen Vernunftbegriff sei ein Fortschritt in der Menschheitsentwicklung verbunden gewesen. Das wird als westliches Denken, als Eurozentrismus denunziert. Besonders bezeichnend ist, was aus dem Trinitätsbegriff im Übergang von Hegel zu Heidegger, Foucault, wird. Jetzt wird es ein bisschen schwierig wieder. Die Einheit, die sich in sich ausdifferenziert in drei weitere Einheiten, wobei die eine die Negation der anderen ist und diese beiden durch die dritte vermittelt werden, um in die ursprüngliche Einheit wieder aufgehen zu können, wird bei Heidegger so gefasst, dass das Sein immer als Seiendes von vornherein ist. Nur dem Dasein erscheint das Seiende als vom Sein getrennt. Und die Aufgabe, die dem Dasein, auch Existenz genannt, deswegen ist Existenzialontologie, aufgegeben ist, besteht darin, das getrennt Erscheinende als im Sein vereint auszuweisen. Bei Foucault stellt sich derselbe Sachverhalt so dar, dass die Macht immer schon die Einheit aller Ereignisse von vornherein ist, und nur dem Diskurs das Ereignis als von der Macht getrennt erscheint. Und die Aufgabe, die Foucault den Diskursen stellt, die eine Analyse der Macht betreiben, besteht darin, den Bezug der Ereignisse auf die Macht hervorzuholen und, darin etwas über Heidegger hinausgehend, den Ereignissen, die auf eine Machtkonzentration zielen, Widerstand entgegenzusetzen. Besser, sollte es eigentlich heißen, den dort sowieso vorfindlichen Widerstand zu unterstützen. Im Kern
läuft diese existenziallogische Denkform, diese Logik der Verbindung von Begriffen, darauf hinaus, dass es Urteile, die auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht werden könnten, schlicht und einfach nicht gibt. Im Dasein, wie in den Diskursen, scheint ein Pluralismus zu herrschen, wie er in der Politik, also real, kaum zu finden sein dürfte. Die Ablehnung des Negationsbegriffes scheint Freund-Feind-Bestimmungen überhaupt nicht zu kennen. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Universalismus wird das heute genannt. Solange es nur positiv, nicht negativ ausschließen, das wird als Partikularismus, für den meistens Israel als Beispiel herhalten muss, denunziert, auf das Sein oder die Macht bezogen wird. Ich weiß nicht, ob das mit dem Satz anfängt. Solange es nur positiv und nicht ausschließend auf das Sein oder die Macht bezogen wird. Und man muss das ja auch alles nicht nur Macht nennen, man kann ja auch, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jeder poststrukturalistische Autor hat sich irgendwie einen anderen Begriff für die Macht ausgesetzt. Also was Foucault mit Heidegger gemacht hat, sein Macht zu nennen, das nennt der andere Jahrhundert der Lager oder Geschlechterdifferenz. Wenn man einmal dieses Grundgerüst kapiert hat, dann kann man das wunderbar auf alles Mögliche anwenden. Und man versteht sich. Aber dass dieser den Frieden, die Einheit und die Versöhnung über alles liebende Pluralismus der Existenzialontologen, den Existenzialontologen abzunehmen, ist ein fataler Irrtum. Für Leute, die darauf bestehen, dass Aussagen über die Wirklichkeit nur dann eine Beachtung verdienen, wenn sie auf den daran behaupteten Wahrheitsgehalt hin überprüft werden können, bringen diese Pluralisten wenig Sympathie auf. Ebenso wenig für solche, die behaupten, dass die Vermittlung solcher Trennungen wie die zwischen Begriff und Sache, Subjekt und Objekt, Denken und Sein sich zwar denken lassen, aber an diese so gedachte Einheit jederzeit die Frage zu richten wäre, ob inwieweit sie, wird diese Vermittlung realisiert, nicht die Herrschaft des Menschen über den Menschen vertieft statt aufhebt. Und vor allem gibt es kaum Verständnis ihrerseits für sich auf Marx berufende Autoren, die darauf bestehen, dass es in einer sich dem Denken entziehenden Realität gesellschaftlich konstituierte Vermittlungen gibt und geben muss, die sich schon in die Hegelsche Dialektik nicht auflösen lassen und in die existenzialontologische Begrifflichkeit erst recht nicht. Diese Ideologiekritiker sehen im Kapital, im Geld, im Staat und im Recht Vermittlungen am Werke, die sich nur kritisieren, das heißt praktisch negieren, also nicht diskursiv dekonstruieren lassen, indem man sie einfach als Abirrungen in die Seinsvergessenheit denunziert oder als zu vermeidende Diskurse verharmlost. Also mir fällt dabei immer dieses große I oder diese verschiedene geschlechterspezifische Schreibweise ein. Das kann auch nur zum Ticket gehören, aber im Grunde ist damit gesagt, wenn ich andere Diskurse führe, habe ich auch eine andere Wirklichkeit. Wie die Wirklichkeit wirklich aussieht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wie lautet das Urteil der Existenzialontologen über diese Kritiker? Also über Leute, die auf Ideologiekritik bestehen, die also immer schon von einer Trennung von Begriff und Sache und Denken und Sein und so weiter ausgehen. Wie beurteilen Sie Menschen, denen Sie eine tragende Rolle bei der Institutionalisierung dieser Vermittlungen zuschreiben? Also etwa die Globalisierer, die Finanzhaie, die US-Konzerne, die Liberalen, deren intellektuelle Verteidiger und vor allem die Zionisten. Wie verhalten sich die Existenzialontologen gegenüber Autoren, wie beispielsweise Sartre oder Jean Améry, die darauf bestehen, dass sich im gesellschaftlich bedingten Tod nicht ein Sein zum Tode realisiert, sondern dort schlichtweg ein Mensch, ein Ich, ein Subjekt ermordet wird? Was soll mit solchen geschehen, die darauf bestehen, dass die individuelle Erfahrung der zentrale Maßstab zur Beurteilung des Gehalts eines Gedankens ist, denen somit
alles, was Foucault und Heidegger von sich geben, von Grund auf wertlos ist, denn dieser Erfahrungsbegriff kommt bei Ihnen an keiner Stelle vor. Was halten Sie von meiner Kritik, dass die Adepten der Existenzialontologie in ihren Texten dem Souveränitätswahn verfallen sind, wenn sie selbstherrlich die gesamte Welt auf mehr oder weniger vielen Seiten unterbringen und all das, von dem sie nichts schreiben, für unerheblich erklären? Wie reagieren Sie auf meinen Vorwurf, dass Sie sich an einem Antihumanismus berauschen, der sich als Realitätsbewusstsein verkauft? Die Antwort auf diese Fragen explizit zu liefern, weigerten sich Heidegger und Foucault beharrlich. Sie muss man sich bei ihnen implizit oder in den Texten verstreut erschließen. Um Antworten zu erhalten, muss man einen anderen Existenzialontologen bemühen, Carl Schmitt. Er formuliert klar und deutlich, auf welche Feindbestimmungen der Souverän, der sich dem existenzialontologischen Grundgedanken verpflichtet weiß, zuzugreifen hat. Die Liberalen, die Vermittler. Also die Juden und mit ihnen und die mit ihnen verbandelten westlich orientierten Intellektuellen. Auch, ja, wie man jetzt seit dem Erscheinen der Schwarzen Hefte weiß, hat da gelegentlich sogar Heidegger auch mal Klartext gesprochen. Aber das war für uns natürlich nichts Neues. Natürlich kann man gegen Heidegger und Foucault auf der Entfaltung und Arbeit am Begriff im Sinne Hegels bestehen. Im Ergebnis aber wird immer nur herauskommen, was Foucault bezogen auf sein Verhältnis zu Marx und auch Adorno behauptete. Er sage doch dasselbe, nur in anderen Worten und viel einfacher. Und was könne falsch daran sein, alle Orte anzugreifen, in denen die Macht, die Seinsvergessenheit sich verdichtet? Existenzialontologen sind von ihrer begriffslogischen Voraussetzung her gegen jedes Argument resistent. Schließlich beinhaltet bei ihnen ein gutes Argument nichts anderes als einen Machtanspruch und soll die Kritisierten für seine Zwecke des Kritikers instrumentalisieren. Eine Kritik an Heidegger und Foucault sollte es auf jeden Fall vermeiden, nachweisen zu wollen, dass sie und ihre Adepten falsch denken. Sie denken so wenig falsch wie Platon, Aristoteles, Augustinus und Kant und Hegel. Sowieso nicht, sofern man deren begriffslogischen Voraussetzungen akzeptiert. Man muss darauf bestehen, dass die Grundgedanken all dieser Philosophen eine historische Wirklichkeit im Denken reproduzierten. Bei Heidegger und Foucault ist das die Entfaltung des Kapitals zum, wie Marx es antizipierte, automatischen Subjekt. Die Kritik als Ideologiekritik, anders ist sie nicht durchführbar, sollte dies im Denken nachvollziehen, muss sich aber hüten, diesen Grundmustern begrifflicher Erfassung von Realität ein eigenes gegenüberstellen zu wollen, ein angeblich realitätsgerechteres. Sie muss dagegen mit Adorno jede prima philosophia, also schon den Versuch, das Denken auf bestimmte Muster festlegen zu wollen, auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Dies aber, ohne darauf zu verzichten, auf die Prämissen des eigenen Denkens zu reflektieren, gerade sie einer Kritik daraufhin zu unterziehen, ob sie nicht dem existenzialontologischen Wahn ein zu wenig Widerstand entgegensetzten. Man muss ja nicht unbedingt an Kants Begriff der reinen Vernunft wieder anschließen, aber man sollte darauf bestehen, dass die Hermetik existierender Totalität jedweder Form des Geistes, des Seins, der Macht, des Kapitals transzendental durchbrochen werden muss und werden kann, indem man darauf besteht, dass alles Existierende, wie immer es sich zeigt, einer leidenschaftlich inspirierten Negation unterworfen werden kann und muss, einer Negation, die sich gegen den Tod stemmt und für die Vernunft engagiert. Eine Vernunft, die den Einzelnen nicht in haltlosen Abstraktionen verschwinden lässt, denen die physische Vernichtung auf dem Fuße folgt.